Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge Extreme bei Rayman Legends. Es geht ab in den Abgrund ohne Ende oder endloser Abgrund. Ich habe keine Ahnung. Es sind immer die gleichen Namen oder die gleichen Namenskonstruktionen. Ja, vom Schwierigkeitsgrad ist es heute eigentlich recht einfach, die Goldmedaille zu nehmen. Ich habe mich ein bisschen über ein Element gewundert, das zwischendurch neu irgendwie eingeführt wurde. Das war so eine ziemlich witzige Seilkonstruktion, die werde ich euch aber nachher nochmal ganz kurz vorstellen. Die habe ich so bisher auch noch nie gesehen. Und ja, vielleicht gibt es bei ein paar von euch halt eben da am Anfang ein bisschen Problemchen. Ja, die Silber- und die Goldmarke liegen heute relativ nah beieinander. Was immer ein schönes Zeichen halt eben dafür ist, dass es so eine gewisse Mauer halt eben gibt. Das heißt, wir haben es jetzt am Anfang hier, seht ihr es ja, ist alles wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Wir haben allerdings auch noch recht früh, das heißt, wir haben noch nicht so die ganzen Nachzügler, die es einfach mal anprobieren und dann sagen, nee, mache ich doch nicht, mir reicht Bronze. Das heißt, die Grenzen werden sich natürlich nochmal ein bisschen verschieben. So, die Hälfte zu Silber haben wir eigentlich schon geschafft. Hier das nächste Windrad. Kommen wir auch perfekt durch. Hier war ich mir nicht ganz sicher, geht das Ganze zu, klappt das Ganze zu. Nee, macht's nicht. Dann können wir hier noch ein bisschen weiter runter. Hier dran vorbei. So, hier der nächste Klatscher von oben. Einmal runter und wir bekommen schon die 600 Meter Pause ungefähr. So, hier weiter runter. Hier sind wieder die Seitenwinde, können wir eh kaum sterben damit. Hier schräg langsam runter, nochmal einmal schräg gehen. Und das nächste Windrad, hier gehen wir auch wieder ganz vorsichtig dran vorbei. An denen müssen wir jetzt natürlich ein bisschen schneller vorbei. Das kennen wir auch noch. Hier kommen nun die Augen. So, und wir wissen ja, Strahl dahinter macht nichts, sondern nur vorne ist es eklig. Deswegen kamen wir da jetzt auch schön vorbei. Das hier müsste eigentlich, glaube ich, sogar die Silbergrenze gewesen sein. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ich dachte 710 war Silber und 810. Und hier kommt das mit den Seilen. Und genau der hier ist natürlich ein bisschen eklig. Wenn man hier sich verspringt oder einfach ganz nach unten laufen lässt, dann landet man natürlich perfekt in den ja, in den Stacheln. So, hier, das kennen wir auch schon, werden wir noch ein paar Mal sehen. Die Augen sind hier ein bisschen zu langsam. Hier das Windrad, da kommen wir an der Seite vorbei. So, und wenn wir diesen Teil sehen, dann wissen wir schon, jetzt kommt wieder unser Spaß hier mit den Ranken. Beim letzten ganz hoher Sprung. Und wir schaffen das perfekt drüber. So, hier wieder ein bisschen Seilspiele, ganz kleine Strecken machen. Dann kommen wir da auch durch. Hier so früh wie möglich wieder abspringen. Und wir haben jetzt, glaube ich, eigentlich schon Gold erreicht. Ja. So, dann geht's weiter. Hier gibt es schon mal die 1000 Meter Pause. Wenn wir den sehen, auch wieder. Erster durch, zweiter durch. Es ist immer die gleiche Methodik, mit der wir hier durchkommen. So. Hier wieder dieser Schnellwechsel, ganz eng nehmen und ganz schnell die Seite wieder wechseln. Dafür bekommen wir auch den Dickdarm. Hier ganz langsam durchschlängeln, immer schön in der Mitte halten, gar kein Problem. Dafür gibt es wieder Augen, die ein bisschen zu langsam sind. Und ein Windrad haben wir doch auch schon gehabt. So, wenn wir das bekommen, wissen wir wieder, jetzt kommt wieder unser Spaß. Großer Sprung. Großer Sprung, ja, da muss ich mir ein bisschen aushelfen mit dem Ventilator. So, hier wieder drüber. Dafür gibt es auch wieder den Dickdarm. Die Looms ignorieren wir einfach wieder schön. Gehen ganz langsam, ganz vorsichtig durch. Immer schön in der Mitte halten. Und bekommen die 1200 Meter Pause. So, drei Seile. Das heißt, wir gehen gleich ans Ende vom letzten ungefähr. So, und bei dem habe ich mir jetzt einen zu großen Sprung gemacht. Der ist aber auch immer gemein, dass der sich dazwischen reinstellt. Allerdings 1308 Meter, damit können wir eigentlich für heute leben. Ich werde es vielleicht nachher nochmal probieren, wenn die Zeit es hergibt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Runde. Ich danke euch vielmals. Bis dann. Ciao.